Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin das Reiter und wir haben heute einen vorgestellt und zwar Serbs. Kai von K2 Software, was irgendwo im Hessischen bei uns in Deutschland liegt, hat mir einen Key zur Verfügung gestellt für dieses schicke Spiel, was so ein bisschen Siedler-like ist oder ja, weiß ich nicht. War Fortress vielleicht auch, weiß ich nicht, aber das ist so, nee, komplex, so komplex ist es nicht. Wir gehen mal hier auf Spielen und werden dann mal schauen, dass wir das Tutorial gerade anfangen. Schalten wir mal um auf das Intro und wenn wir das Intro haben, dann gucken wir uns das Spiel weiter an. Bis gleich. So, dann sind wir jetzt in Richtung Tutorial unterwegs. Lass mal gerade laden. Hier ist unser Haupthaus. Ja, das ist schön, dass wir das Tutorial wählen. Ist der grüne Pfeil hier unten. Das machen wir mal und gucken uns die Grundlagen mal an. Hier sollen wir aufmachen. Das ist Menü, Produktion oben, dann Verarbeitung, dann Militär, dann Infrastruktur. Grün, Blau, Rot und Gelb. Die Buttons hier. Rechtsklick, um durch bereits Gebäude zu springen. Habe ich nicht, kann ich also nicht. Gucken wir weiter. Während der Gebäudeplatzierung sollten folgende Faktoren berücksichtigt werden. Es ist Platz vorhanden. Ja, Bauen und Farmen benötigen zusätzliche Fläche. Klar, Bauern brauchen Wiesen und Förster, Holzfäller brauchen natürlich rundherum Bäume. Ne? Findet sich genügend Ressourcen in der Umgebung? Ja, bauen wir da den Förster zum Beispiel rein und auch da den Holzfäller. Wie sicher ist der Bauplatz? Sollte natürlich in Richtung Türme oder unserem Haupthaus sein, dass es geschützt ist. Dann, wie ist der eben Untergrund? Wenn es dann bunt wird, also nicht mehr grün ist, dann ist der Boden uneben, dann muss er planiert werden. Gebäude aufgedeckt und platziert werden, selbst ohne militärischen Schutz können wir also irgendwo anders auch hinbauen. Wir sollen jetzt erstmal den Holzfäller bauen. Den setzen wir mal hier schön flustig rein. Da war gerade was grün am Aufblinken. Warte mal, lass mal so. So geht's nicht. Also Rechtsklick kann man dann wieder die Position aufheben. Da ist grün, da machen wir's. So, dann 5 Pfade bauen, hier doppelt klicken und dann kann man den so verbinden. Dann ist der Pfad gesetzt und dann kann auch schon einer loslaufen und das bauen. So, Sägewerk brauchen wir dann. Das befindet sich hier in Produktionsnummer 2. Ja. Schauen wir mal, dass wir das hier irgendwo hinkriegen. Gibt's hier eine, ja, da war gerade was Grünes am Blinken. Kriegen wir das da hin? Ah, da war's. Machen wir da die Säge hin. Machen wir auch eine Verbindung. Passt. So, dann brauchen wir eine Steinproduktion. Das ist wieder hier in 1 und hier. Hier liegt ein dicker Backmann. Dann sollten wir vielleicht mal gucken, ob wir den da hinbauen können. Ich schätze mal, den können wir hier so drehen. Ja, sah ich schon das Grüne da. Und dann können wir das da lang bauen. Das passt. Das ist die Grundressource und sehr wichtig. Sind die Grundressourcen aufgebraucht, haben wir verloren. Ist auch klar. Weiter geht's. Klick auf das Haupthaus, um es zu selektieren. Gucken wir da mal rein. Das sind hier unsere Leute, die da drinnen sind. 2 Schwertkämpfer und 4 Bogenschützen. Und das sind die Waren, die es dort gibt. Die kann man natürlich auch einstellen. Lager konfigurieren und so geht auch. Jedes Gebäude haben wir gerade von gesprochen. Ne? Dann gibt es auch noch bei jedem Gebäude halt die Möglichkeit der Holzfäller. Den kann ich sagen, hier geh mal hin und bau da ab oder bau da ab. Kann ich einstellen. Dann verschiedene Rohstoffe kann man auch einstellen. Und Waren ist auch klar, dass man das Lager sortieren kann. Das ist hier die Karte. Da kann man auf die Gebäude direkt klicken. Dann springt er dahin. Und wenn ich rechts klicke, dann geht auch die Karte dahin. Und wenn ich hier gehe, geht es wieder zum Haupthaus zurück. Und hier unten kann ich die Karte noch vergrößern. Dann sehe ich das alles ein bisschen besser. Gut, das ist die Karte. 4 Knöpfe sind natürlich auch noch hier. Da kann man die 4 Gebäudearten hier, die hier links sind, natürlich dann auch noch ein- und ausblenden auf der Karte. Gut, haben wir. Hier werden alle wichtigen Nachrichten enthält. Das ist hier oben. Jetzt kommt zum Beispiel kleiner Wachturm freigeschaltet. Ne? Wenn ich jetzt das... Das ist jetzt eine Technologie, die freigeschaltet ist. Da kann man natürlich nicht hinspringen. Aber wenn es dann wäre, könnte man mit Linksklick da auch hinspringen, wenn dann ein Angriff ist oder sowas. Kategorie 3 ist der Wachturm. Gehen wir da mal hin und gucken zu, dass wir den Wachturm bauen. So, wir haben hier so ein bisschen was, wo ich jetzt sagen würde, lass uns mal das so rumbauen. Und der Wachturm soll nach da. Ich will hoffen, was natürlich nicht ist, dass er da hingeht. Und ja... Da haben wir schon das Problem,
Mit der Wegfindung, die ist jetzt nicht optimal in dem Spiel, wie wir sehen. Also wir können aber auch hier wahrscheinlich besser das wegmachen. Die Stelle ist nicht gut zum Wachturm bauen. Reißen wir ab und bauen nochmal neu. Komm, bauen wir hier hin, oder? Obwohl, das wird auch nichts werden. Geht der hier irgendwo rein? Wenn sich's überlappt mit dem Wachturm, ne, dann wird's natürlich auch besser, ist klar. Ja, wenn der jetzt hier abbaut, dann können wir da irgendwann auch einen Wachturm hinsetzen, ne? Ich würde jetzt mal vorschlagen, wir setzen den hier hin. Und geht natürlich nicht dahin, ist auch klar. Kann ich ihn jetzt verbinden, wenn ich den doppelklicke? Okay, er ist eingesnappt, aber der geht nicht. Gut, das bedeutet, das geht auch nicht. Den wieder weg, den Weg. Das ist jetzt ein bisschen doof. Jetzt geht's aber. Okay, dann hat er uns mir Wachleute hier hingestellt, die natürlich für seinen Turm zuständig sind. Rechtsklicken, marschieren die dahin. Man könnte auch rechtsklicken auf ein Gebäude, dann gehen sie da rein. Aber momentan ist ja nicht, ne? Gut. Hier gibt es noch mehr Steine oder sowas. Und da haben wir auch sowas. Gut. So, dann sind wir damit durch. Leg dir die Schwertkämpfer vor deinem Haupthaus. Habe ich gerade gemacht. Die habe ich dann da schon hingeschickt. Ist klar. Mit dem Anklicken habe ich auch gesagt. Über das Informationsfenster können die Selektierungen des Verhaltens der Gruppe gesteuert werden. Klar, die können hier aggressiv und passiv eingestellt werden. Wenn sie passiv sind, greifen sie niemand an. Nur wenn er zu nahe kommt und aggressiv sieht man ihn, wird er angegriffen. Gemischt gibt es hier irgendwie auch noch. Das waren die Grundlagen. Nun folgen einige kleine Missionen, welche die verfügbaren Gebäude erklären. So, das ist jetzt aber für dieses kleine Tutorial erstmal genug. Ich denke mal, wir machen hier einen Cut. Das wird jetzt ein bisschen so sein, dass es noch ein zweites vorgestellt gibt. Deswegen mache ich zwei kleine Sachen. Dann seht ihr am Donnerstag zwei Sachen auf einmal, die ich vorstelle. Und für dieses soll es erstmal reichen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich muss das dann nachbauen, weil ich kann im Tutorial nicht abspeichern, aber das kriegen wir dann auch noch hin. Alles klar, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.